Auf unserer Kaffeetafel gibt es Baklava und Butterkuchen. Das ist der Ort, an dem wir ins Gespräch kommen wollen, an dem wir gemeinsam lachen können, wo aber auch Raum sein wird, um Schmerz oder Enttäuschung zu teilen und vor allem, wo wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich finde, dieser Tisch da draußen, das ist ein schönes Symbol. Denn wir sind ein Land, wenn es gut läuft, und ein Land, wenn es schlecht läuft. Unsere Erfolge erarbeiten wir gemeinsam und unsere Krisen überwinden wir auch nur mit vereinten Kräften. Kurzum, ich wünsche mir ein Deutschland, in dem wir gemeinsam gewinnen und auch gemeinsam verlieren können. Es gibt keine Bürger erster oder zweiter Klasse, keine richtigen oder falschen Nachbarn. Es gibt keine Deutschen auf Bewährung, die sich das Dazugehören immer wieder neu verdienen müssen und denen es bei angeblichem Fehlverhalten wieder weggenommen wird. Sondern es gibt die eine Bundesrepublik Deutschland, ihre Staatsbürger mit gleichen Rechten und Pflichten. Und mit ihnen die vielen Menschen, die hier leben und arbeiten und gemeinsam eines teilen, dass sie in diesem Land von Recht und Freiheit, nämlich friedlich zusammenleben wollen. Ich bin stolz, dass ich Präsident all dieser Menschen sein darf und ich bin Ihr Bundespräsident und ich bin es mit gleichem Respekt und gleicher Hingabe für alle in unserem Land, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion.